dieser Sache, ich sage aber auch sehr deutlich, auch kontroverse Debatten. Dafür braucht man ein Parlament, dafür ist es da. Man muss kein ausgewiesener Fan des Internationalen Olympischen Komitees sein, um ein großer Anhänger des olympischen Gedankens zu sein. Der olympische Gedanke ermöglicht, Menschen aus aller Welt zusammenzubringen, wo sie einander mit Respekt, Toleranz und gegenseitigem Verständnis begegnen. Was für eine großartige, zeitlose Botschaft in diesen wirklich schwierigen Zeiten. Und sollte sich Deutschland um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele im Jahr 2036 oder 2040 bewerben, und wir sind als FDP-Fraktion sehr dafür, sollte Schleswig-Holstein unbedingt mit am Start sein. Ich will noch mal deutlich sagen, es geht auch um die Paralympischen Spiele, ja, die auch jetzt in Paris wirklich beeindruckend waren, die gezeigt haben, dass auch Menschen mit Behinderung wirklich in der Lage sind, Großartiges, Sportliches zu leisten. Und ich finde, auch das ist ein Punkt, den man nicht in den Tisch fallen sollte, der sehr wichtig ist an der Stelle. Kiel war bereits zweimal zumindest für das Segeln ein Austragungsort der Olympischen Sommerspiele und wäre auch jetzt prädestiniert für das Segeln, für das Küstenrudern und das Freiwasserschwimmen. Unsere Landeshauptstadt zeigt der Welt mit der Kieler Woche Jahr für Jahr, dass große nationale Sportereignisse hier reibungslos funktionieren und zu Hause sind. Wir freuen uns darüber, dass auch das Kiel übrigens auch ein Austragungsort der Handballweltmeisterschaft 2027 sein wird. Und unserer Fraktion ist auch sehr wichtig, dass im Falle einer deutschen Bewerbung frühzeitig und ernsthaft geprüft wird, ob unser Bundesland nicht auch für die Austragung weiterer Disziplinen in Frage kommt. Insbesondere, wenn es zu einer gemeinsamen Bewerbung von Hamburg und Berlin kommen sollte, was ich sehr hoffe, würde auch das Hamburger Umland für die Austragung einer ganzen Reihe von Disziplinen in den Fokus rücken. Auch das möchte ich sehr deutlich betonen an dieser Stelle. Und auch das erklärt vielleicht auch ein Stück weit die Begeisterung des Kollegen Koch und von mir. Ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der jetzt auch mal schon in der Debatte eine Rolle gespielt hat. 1936 haben die Nazis die Olympischen Spiele in Berlin für ihre Propaganda massiv missbraucht. Und deswegen gibt es natürlich auch international die Debatte, naja, 2036 sollte das denn in Berlin oder Deutschland stattfinden. Ich finde, das könnte möglich sein, gerade um einen Kontrapunkt zu setzen gegen die Propaganda der Nazis damals, aber auch 2040 wäre natürlich ein guter Zeitpunkt. Wie auch immer, Schleswig-Holstein ist ein sportbegeistertes und sehr weltoffenes Bundesland. Es wurde schon gesagt, 2015 ist das in Hamburg am Volksentscheid an der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung gescheitert. Hier in Kiel gab es eine klare Mehrheit für die Bewerbung zu den Olympischen Spielen. Und es geht hier nicht um Größenwahn, sondern um eine echte Win-Win-Situation. Die Welt des Sports würde von großartigen Gastgebern in Norddeutschland profitieren. Die gesamte Region würde die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit genießen können und über Jahrzehnte von einer modernisierten Sport- und Verkehrsinfrastruktur profitieren, die hier auch nachhaltig genutzt werden würde. Und wir konnten im vergangenen Sommer in Paris sehen, was für ein Feuer der Begeisterung Olympische Spiele entfachen können, wie der Sport für eine gewisse Zeit in den Mittelpunkt rückt und viele positive Emotionen, was in diesen Zeiten besonders wichtig ist, auslösen kann. Für uns ist klar, Olympia ist weit mehr als nur ein sportliches Großereignis. Es bringt Millionen von Menschen aus aller Welt, aus verschiedenen Nationen und Kulturen zusammen, schafft ein Fest des friedlichen Miteinanders und der Völkerverständigung. Und es wurde schon gesagt, die Bilder mit den Nord- und Südkoreanern, ich will auch nochmal daran erinnern, es gab auch zu Zeiten der deutschen Teilung von 56 bis 64 dreimal eine gesamtdeutsche Mannschaft und auch danach war das immer auch ein Punkt, wo Ost- und Westdeutsche zusammengekommen sind, Ostdeutsche leider in sehr eingeschränkten Rahmen, wie wir wissen, aber auch für Deutschland war das immer ein wichtiger Punkt, auch während der Teilung unseres Landes. Insbesondere für nachfolgende Generationen könnte Olympia in Deutschland wertvolle Impulse setzen. Und ich will deutlich sagen, die Sportförderung sollte und müsste nachhaltig gestärkt werden, was für den Breitensport, aber auch gerade für den Spitzensport sehr wichtig wäre. Denn Olympia ist eine große Inspiration, ein Symbol dafür, was durch Einsatz, Disziplin und Gemeinschaft erreicht werden kann. Die letzten Olympischen Spiele, so schön sie waren in Paris, haben uns sehr deutlich nochmal aufgezeigt, dass die Sportförderung in Deutschland, gerade im Spitzensport, stark reformbedürftig ist. Wir können uns nicht mehr darüber beschweren, dass wir immer weniger Medaillen holen, wenn wir eine Sportförderung haben, wo eigentlich die beruflichen Nachteile für viele Athleten so groß sind, dass sie sich überlegen müssen, ob sie überhaupt diesen Weg gehen. Ich glaube, da müssen wir uns besser aufstellen. Und ich finde auch, wir sollten einen Paradigmenwechsel haben. Das könnte auch eine Chance für Deutschland sein, dass man eben auch den Kindern wieder stärker altersangemessen vermittelt, dass auch Anstrengung und Leistung wichtig sind, dass zum Sport und eben auch zum Leben auch immer Niederlagen gehören. Diese notwendige Frustrationstoleranz braucht es, um mit Sport und Leben voranzukommen. Bei meinem Antrag zu den Bundesjugendspielen hatten mir die Grünen ja noch Turbokapitalismus im Sandkasten vorgeworfen. Ich hoffe, dass man im Regierungslager mittlerweile ein bisschen schlauer geworden ist, nur wenn's, nicht nur, weil es um den eigenen Wahlkreis geht. Abschließend will ich sagen, wir würden sehr profitieren. Die Autobahn 215 wurde schon genannt. Was hätte ich mir in den letzten 20 Jahren gewünscht, dass auch die Autobahn A21 fertig gebaut worden wäre 1972? Dann wäre uns viel und mir persönlich viel erspart geblieben.
Abschließend will ich sagen, Schleswig-Holstein würde sehr profitieren, freue mich über die große Einigkeit. Da muss auch alles dafür getan werden, damit die Bewerbung auch tatsächlich erfolgreich ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.